Ja, also ich bin das erste Mal hier und ich bin erstmal schon beeindruckt von der Gegend und möchte mich so im Mittelfeld platzieren. Ich starte jeweils bei den langen Läufen, klassisch und Skating. Ja, ich mache mal wieder mit. Ich war 2004 das letzte Mal da und versuche es immer mit 25 Kilometer klassisch. Das ist eigentlich mehr meine Disziplin und ich hoffe, ich schaffe es wieder vernünftig in Zeit. Ja, das ist immer ein bisschen wetterabhängig, aber ja, es macht immer wieder Spaß und deshalb bin ich wieder dabei. Die letzten Tage haben wir Neuschnee bekommen. Wir haben eine optimale Schneelage. Die Läufer sind täglich frisch gespurt worden und für morgen in der Früh haben wir dann beste Spurbedingungen und dann können die 14 bzw. 25 Kilometer Läufer im klassischen Stil um 9.30 Uhr auf die Strecke gehen. Am Sonntag erwartet man dann wirklich tolles Winterwetter, es ist Sonne angesagt und um 9.30 Uhr werden die 55 Kilometer Läufer auf die Strecke gehen. Von Tannheim ins benachbarte Unterjoch und Oberjoch, dann wieder zurück nach Tannheim und über den Haldensee und Grän wieder ins Ziel nach Tannheim. Und die 35 Kilometer Läufer, die starten um 10.15 Uhr, werden dann in Schattwald auf die Läufer der 55 Kilometer Strecke treffen und laufen dann eben auch den zweiten Streckenabschnitt über Tannheim, Haldensee und Grän wieder nach Tannheim ins Ziel.